in den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Yes, ich komm hinterher, Brudi. Ich hätte das nicht gemacht. Freie Achterbahn, hör mal. Ich hab was anderes gehört. Ich glaube dann. Und da muss ich gucken, dass ich noch diese Söldner da wegknüppel oder so. Ist auch wieder so eine Sache. Macht alles nicht einfacher. Naja, mal gucken. Entschuldigung. Jetzt geht's mir besser. Ein bisschen gerne. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land. Habt ihr gehört? Mensch und Tier. Der klingt immer wie so ein Prediger. So ein Hardcore-Prediger. Aber ich mag ihn. Warum habe ich eigentlich Laris Ring die ganze Zeit? Das ist ja irgendwie auch madig. Ich würde gerne endlich meinen eigenen haben wollen. Ehrlich gesagt. Und ganz ehrlich zu euch. Ich muss sagen, ich bin sehr happy gerade darüber, dass wir die Teleportersteine haben, weil damit kommen wir wirklich viel schneller zu den Wassermagiern. Alles andere ist ja eine reine Katastrophe hier. Sodli, Lars. Wo lang geht's? Achso, da lang. Ich hoffe, wir finden noch ein paar Steintafeln. Die wären ganz sexy. Die bringen ja, wie gesagt, 2 plus jetzt zum Beispiel Mana. Die anderen werden wahrscheinlich ein bisschen Nahkampf bringen und so. Irgendwann wird es Lebensenergie geben. Von daher ist die Sprache eigentlich ganz geil, wenn man die kann. Und ich glaube, man kann irgendwann diese... Huch. Ach, guck mal. Lars, was musst du da? Ein Mist viel weniger. Okay. Hab's getötet. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal... Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Ja, willst du da wirklich rein? Ja. Ja, gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Alles klar. Dass wir irgendwann mal aus Stärke Lebensenergie, gerade Lebensenergie, ein bisschen erhalten. Naja. Natürlich seine Erfahrung, ja, ne? Vielleicht finde ich hier auch den Rest des Zeugs, was ich will. Warte mal. Ah, ne. Was ich noch für unseren Magier brauche. Für unseren Magier. Unseren Kollegen da brauche oder benötige. Ah ja. Wow. Schlagtreffer, würde ich sagen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Buddler. Hier ist halt so Dunkelpilze, Buddlerfleisch wieder. Er schafft das schon. Ich sehe es kommen. Perfekt, danke. Ein paar Wölfis. Danke. Oh, Heilpflanze. Feuernessel. Heilpflanze. Seht ihr? Genau das meinte ich. Eieiei, sind hier viele Leute. Lauflieder. Sehr schön. Danke. Lars regelt, ich sag's euch. Ah, Heilpflanze. Warte. Heilkraut? Heilpflanze. Heilpflanze, warte. Danke. Danke fürs Warten. Ui. Da ist irgendwas. Keiler, hm? Ui, ui, ui. Keiler sind stark, wie ich sehe. Ui. Auch nur ein Fleisch. Recht wenig. Ah ja. Wölfies. Danke. Boah, könnte ich Tiere ausnehmen, würde ich so viel Geld machen. Oh oh. Danke. Ohne Mist, so viele Tiere, wie wir hier schon auf dem Weg getötet haben. War schon doof, dass ich das nicht gelernt habe.
Aber gut. Oh, töte die Feldräuber. Yeah, Level Up. Sehr wichtig. Dieser Level Up ist sehr, sehr wichtig. Weil bald können wir hoffentlich ins Kloster. Hey, da kommen kleine Viecher. Ja, das schaffst du. 150! Ja. Leck mich doch am Zückerli. Können wir doch so ein paar erledigen? Hallo? Mach schnell. Ich will dir so schnell wie möglich wieder... Oh, Snapperkraut. Das ist gut. Okay. Ich habe Angst. Ein Schalter? Gibt's noch mehr? Eckkraut? Snapperkraut? Oh. Eine Steintafel. Das ist doch schon mal eine 10 von 10. Hm? Hallo? Danke. Ein Grundstöckel. Oh, den haben wir noch gebraucht. Und dann Heilkraut. Wie viele Dinge muss ich hier aktivieren? Ein Feuerkraut. Ein Heilkraut. Ein Snapperkraut. Ein Schalter. Okay. Ich habe Angst. Ist Laris hier unten? Ja. Okay. Da ist nicht. Tschüss! Laris! Laris! Zwei Schläge. So. Den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Wow. Wir haben ein Ornament. Schön. Und wir haben eine Lebensenergie. 5. Perfekt. Und so etwas brauchen wir. Hier ist noch ein Snapperkraut. Snapperkraut. Ich gucke mir so dezent hier ein bisschen um. In der Hoffnung, dass ich noch was finde. Laufe neben ihm ein bisschen her. Da hinten ist Buddler-Zeug, Buddler-Fleisch. Eine Drachenwurzel, ein Dunkelpilz. Okay. Ja, danke. Ja, komm. Danke. Da sind wieder ein paar Viecher, mit denen ich mich jetzt erstmal nicht anlegen. Wobei ich könnte, das wäre eigentlich nicht so wild. Ich speichere mal ab. Okay. Ich hoffe, ich kann die erledigen. Das wäre nämlich schön. Okay. Ui. Da ist ein... Ist super. Haben wir gut hinbekommen. Da hinten rennt unser Lars. Aber ich glaube, uns fehlen die letzten... Eine Inkredenz hier fehlt uns. Eine einzige, wie es aussieht. Das ist nicht gut. Das ist so schade. Aber wir kommen hier mittlerweile ein bisschen zurecht. Also ich finde diese 5%, Alter, die haben so einen riesigen Unterschied gemacht gerade. Was ist hier? Solange ich hier nicht gleich wieder gefressen werde. Sumpfkraut. Sumpfkraut. Abwart. Ich höre Wolfies. Sumpfkraut. Bah.
Haben wir hier noch was? Ich bin jetzt hier. Oh, hier ist eine Höhle. Ich guck mal rein. Sneaky Peaky. Wenn hier gleich ein Schattenläufer rum. Was ist das denn? Jetzt bist du dran. Ui. Aua. Alter. Nimm das dumme Ding. Das war's für dich, okay. Penner. Okay, die sind noch ein bisschen stark. Aber wir haben die... Oh, Moment. So, der falsche Ladestand. Das war der hier. Wir könnten es versuchen. Haben wir irgendeinen Zauber dabei? Wir könnten dem ersten einen Feuerpfeil und dem zweiten... Wir können es probieren. Mehr kann ich jetzt auch nicht. So, Diebe. Diebe. So. Jetzt bist du dran. Okay, der eine hat was abbekommen. Der hat was abbekommen. Ordentlich. Der auch. Bedeutet, ich habe nur noch einen zu umzunieten. Haben wir ja Glück. Oh, der war aber stark. Ich hätte das tatsächlich für den aufheben sollen, ha? Huh? Dann kann ich das anders machen. Nö. Es ist jemand, der kämpfen kann. Oh, der hängt. Kann ich den cheesen? Ich glaube, ich kann den cheesen, ha? Nein, ich hätte den cheesen können fast. Aber nur fast. Okay, dann Moment. Dann machen wir es anders. Dann cheesen wir nicht die anderen beiden, sondern wir töten die. Mit dem Bogen. Jetzt bist du dran. Die kann ich vielleicht so umnieten. Okay. Aua. Oh, aua. Los! Bleib stehen, du Lump! Laris! Kannst du den umnieten? Okay, alles gut. Ich steck das dumme Ding weg. Wir haben... gut was. Also wir haben einen getötet. Das ist schon mal echt viel wert, ne? Vielleicht schaffen wir... Weil dann können wir den letzten echt mit Magie wegknüppeln. Wenn das aufgeht. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob das was nützt am Ende des Tages. Jetzt bist du dran. Der andere steht noch mit irgendwas davor. Okay, Versuch Nummer 2. Oh ja. Eieieiei. Nein! Es hat nicht gereicht, aber es könnte reichen. Ich muss den nur erwischen, den... Aua! Zieh doch dein Schwert, Junge! Ja! Okay, ich beschwere mich nicht mehr. Ich hab's irgendwie hinbekommen. Nun gut, was haben wir denn hier? Wir haben einen Wein. Irgendein Zeug in der Truhe. Oh gut, was ist denn? Ein seltsam. Als wäre er zugenäht. Okay. Wir gucken. Oh, ein Schafsfell. Nehmen wir auch noch mit. Okay, dann... Oh Gott, müssen wir uns wieder heilen, aber ordentlich.
So, das sollte reichen als Safe. Ja, nice. Ich habe zwar drei Schriftrollen auf den gefeuert. Aber wir haben den besiegt. Und wir haben einen Fisch. Ein Fisch. So. Das war boah, nicht einfach, muss ich ehrlich zugeben. Oh nein. Ich bin schneller wie der Wind. So, hier müsste gleich die Treppe runter sein. Ist relativ dark inside hier, hör mal. Yo. Also da hat uns aber tatsächlich... Haben wir die Steintafel schon gelesen? Ja, ne? Genau, wir hätten noch... Ah, auf dem einen Hof. Dann... Troll da oben, sieht gut aus. Und auf dem Feld von Oona. Dann hätten wir alle. Und ich gehe jetzt pennen. Ich bin müde und ja. Was wir dann auch versuchen könnten, sind, dass sich die Banditen da gleich, da wo die zwei Blutfliegen waren, wisst ihr noch? Und dass wir da noch was versuchen. Ja, das wäre auch noch was. Ja, nö. Wisst ihr, was wir hätten versuchen können, als die Wachen so sauer auf uns waren? Wir hätten den Vergessenszauber zaubern können. Vielleicht hätten die dann gesagt, ja, okay, gut, ciao. Habe ich nichts mehr mitbekommen, habe ich vergessen. Hätte ja sein können. Wer weiß. Moin. Muss pennen. Glücklicherweise sind wir nicht draufgegangen. Das ist schön. So. Moin. Einen wunderschönen guten Tag, Ma'am. So. Und hier schlafen. Okay. Wir sind Stufe 5. Das ist schon mal schön zu sehen. Also. So. Achso, wir könnten ja mal gucken hier wegen den Pflanzen. Also den Knöte. Also. Uns fehlt eine Heilwurzel. Habe ich eine. Uns fehlt diese Heilwurzel. Das habe ich. Das habe ich. Grundstöckel habe ich. Es fehlt halt echt nur noch eine Sache. Und das ist halt echt diese beschissene Heilwurzel. Soll ich denn eine herbekommen? Nun ja. Weil wir könnten schon locker Bürger der Stadt werden. Locker. Ich guck mal, ich frag ja mal. Ich hatte ja eine. Zeig mir deine. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht. Okay, gut. Verstehe. Also, das hat uns jetzt nicht weiter geholfen. Es gibt so viele Sachen zu machen. Was wir auch lernen können, das wäre halt auch wieder so ein Skill. Wie heißt es? Schlösser knacken. Das wäre halt auch so eine Sache. Was ist mit Joe? Boah, ich tue mir gerade echt schwer. Nee, ich würde da mich tatsächlich noch nicht drum kümmern. Wie viel würde denn Schlösser knacken? Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Gritas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen. Allerdings kann ich... Wie viel? Haben wir schon 200... Alter. Vielleicht. Nee. Das klappt so nicht, Alter. 200 Goldstücke klappt nicht. Ah, Moment, den Fisch. Was können wir mit dem Fisch machen? Moment, ich nutze den Fisch mal. Aber das nicht war eine Qual für mich.
Ein Zettel. Haltet euren Hintern unten, Jungs. Die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde, Halvor. Aha. Und so stellte nun er sich gut, zwischen Mr. Halvor, jetzt haben wir wieder einen neuen Strang. Ich speichere mal, also das war ja schon mal richtig. Ich guck mal. Ne, das ist er. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wer ist denn Halvor? Wer muss die Arbeit ja machen? Das darfst du keinem erzählen. Hm. Wer ist Halvor? Ich weiß, wer Halvor ist. Unten am Hafen, das war Halvor. Der Fischverkäufer. Gut zu wissen, Mr. Fischverkäufer. Gibt gleich mal volles Fund aufs Maul, würde ich sagen. Nein, also wir erfahren dadurch auch wieder ein Stückchen mehr. Habe ich irgendeine Waffe übrigens, die man... Nö. Hab wieder nur Zeug zum Verkaufen. Wie viel haben wir? Ja, nicht mal ganze 1000. Wir wollen ja den schnellen Weg ins Kloster. Heißt also, wir müssen uns durch die Goblins prügeln. Da habe ich am meisten Sorge davor. Das ist er doch, ne? Hallo, Halvor. Hakon und Halvor. Das ist eine schlimme Sache. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Das ist eine schlimme Sache. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Das höre ich zum ersten Mal. Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Okay, wir lassen uns auf ihn ein. Wir wollen ja eh nicht zur Miliz. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Wenn er nur Schrott hat, dann haben wir Probleme. Zeig mir deine Fische. Lasse ich lieber die Finger. Inos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Das hat er wirklich nicht verdient. Was sind denn das für Fische? Meinst du, mir geht es besser? Drei Dietriche? Ich wollte das nicht. Ein Ring? Ein Bild. All denen, die seine Weisheit erkennen. 50 Gold! Ein Erzbrocken. Ja, leck's mich fett. Natürlich machen wir das. Wir können nur abwarten. Aber warum habe ich Geld dafür bezahlt? Nee, ne? Das liegt doch auf der Hand. Ja. Das können wir machen. Das sind gute. Also es sind gute Fische. Das ist doch kein Geheimnis. Gut, dann haben wir die Fische. Erzähl mir nicht sowas. Den Dude da hinten könnte ich nicht prügeln. Wie viel haben wir denn? Oh, mir fehlen noch 1,8. Ich überlege, was man am besten machen kann. Und an diesem Ort. Ich würde mal versuchen, da links lang zu gehen. Zu diesem Turm. Ich glaube, das ist so eines der nächsten Sachen, die wir angehen sollten. Wir haben 125 Leben, 34 Mana. Wir probieren es. Was sollen wir sonst tun? Und das wird noch viel schlimmer. Er redet einfach zu viel. Wir hätten jetzt zwei Leute verpetzen können, was wir nicht getan haben.
Bei Rengaru, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Übrigens, wir könnten hier vielleicht sogar das Heilkraut finden. Das wäre also 10 von 10. Na gut, Heilpflanze. Wo wir Heilkraut wohl bekommen könnten. Wir ignorieren die jetzt mal bewusst. Okay, ich speichere mal. Sorry, ich speichere immer so viel, aber ihr wisst ja, wie schnell sich hier was ändern kann. Oh oh. Oh oh. Okay. Den hätte ich. Und der hat ordentlich was abgezogen. Da ist der Turm und da sollen zwielichtige Gestalten drin sein. Darauf habe ich ja schon mal gar keinen Bock. Die werden uns wahrscheinlich instant angreifen, kann das sein? Ich mach dich fertig. Ja, daneben. Das hast du verdient, Mistkerl. Wow, okay. Kannst du knicken, dass ich die verprügeln kann? Dafür brauche ich erst noch ein bisschen Level. Oder irgendwas, womit ich die halt auch wegpusten kann. Feldknöterich. Damit kann ich die nicht wegpusten. Definitiv nicht. Egal wie fest ich ihn werfe. Ich würde gerne mein Schwertchen und euch eine überbraten. Sehr gut. Dafür habe ich aber ziemlich viele Federn lassen müssen. Na gut. Snacken wir mal ein paar Fischis. Was ist da? Blutfliegen. Nee, schon wieder. Wo kommen wir denn hier lang? Hier ist kein Heilkraut. Huch. Da hockt hier jemand. Och nö, wir sehen uns gleich wieder.